willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal wieder aus Wulfen, genauso wie beim letzten Vlog. Aber die Bedingungen sind komplett anders. Wir haben nur noch so 5-6 Grad, es regnet, es ist grau, es ist menschenleer. Also gar nichts mehr da, wo ich gesagt habe beim letzten Mal, das ist eher wieder Brasilien, Deutschland. Also von den Bedingungen her war mit blauem Himmel, noch angenehmen Temperaturen eigentlich, bisschen wenig Wind. Ja, da ist es jetzt heute echt komplett anders. Wir haben so an die 30 Knoten, das ist das einzig Gute daran eigentlich. Ich werde mit einem 9er rausgehen. Und genau, werde euch auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn es wirklich arschkalt ist. Also ich friere mich hier gerade schon ab. Ich gehe gleich schnell ins Auto und werde mich dort umziehen. Was möchte ich heute machen? Wie gesagt, das sollten so, ich hoffe, an die 30 Knoten sein. Und ich habe jetzt so die letzten Monate viel bigger geübt. Heißt, langsam kann ich jetzt auch eine Kite Loop Late Back Roll ziemlich gut. Bar Spin nach dem Kite Loop. Vielleicht auch Boogie Loop, mal schauen. Back Roll Kite Loop. Also alles Mögliche so an Kite Loop Variationen kann ich jetzt. Und die habe ich so mal so in 25 bis 27 Knoten geübt. Und jetzt will ich die auf jeden Fall mal in ein bisschen mehr Wind, also so an die 30 Knoten üben. 30 Knoten ist für mich immer schon ziemlich heftig, einfach weil ich so wenig wiege. Wie gesagt, 30 Knoten ist für mich echt immer schon so Oberkante mit einem 9er. Also mehr darf es auf gar keinen Fall sein. Ich habe vorsichtshalber den 7er mitgenommen, aber es sieht nicht so aus, als wäre es noch mehr. Ich hoffe mal einfach, dass es ja so bleibt wie jetzt gerade. Jetzt bin ich schon mal ins Auto gegangen, weil ihr seht, draußen regnet es einfach und es ist super ekliges Wetter, nass, oh, super widerlich. Ich werde gleich nochmal mein Auto umparken, weil sonst kriegt man hier gleich ein Ticket. Das wollen wir auch nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Strand wieder. Mal schauen, wie lange ich es auf dem Wasser aushalte. Bis gleich. And patterns with a broken sound. You're the only one that can calm me down. My head spins in circles, so I'm dizzy now. All of this time I should have figured it out. Aufgebaut habe ich jetzt da vorne. Das einzige Problem ist, es ist gerade keiner hier um mich rum, irgendwie um mich zu starten. Also ich muss gleich da vorne, da irgendwo, da ist ein Anker. Ich werde mal probieren, damit zu starten. Nur gerade da hat der Wind ordentlich zugenommen. Das wird ein bisschen sketchy, mal schauen. Ich hoffe, ich schaffe das, ohne Probleme zu kriegen. Aber ja, ich habe Bock. Aber auch, muss ich ehrlich sagen, Respekt gerade, vor allem für diesem Alleine-Starten. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, bei weniger Wind, bei so viel Wind noch nie. Naja, mal schauen. Immer schön dran denken, wenn man alleine startet, immer eine Hand an der Safety haben, damit man zur Not auslösen kann oder so. Ja, wir werden sehen, ihr werdet es gleich sehen, ob ich abspiele oder das schaffe. Wahnsinn.
eine echt richtig besondere und extreme Session. Das alleine starten und dann in solch Bögen, aber auch eigentlich ganz schönen Bedingungen rauszugehen. Zwischendurch ist dann nochmal die Sonne rausgekommen. Wir waren insgesamt, glaube ich, ja nur 4 Kiter oder so. Das war richtig cool. Leider konnte ich da nur irgendwie eine halbe Stunde draußen bleiben, weil ich dann später noch eine Boosterimpfung bekommen habe. Ein paar Tage später bin ich dann aber mit 2 meiner Brüder los. Ganz früh morgens haben wir uns ins Auto gesetzt, haben gesehen, dass der Forecast gesagt hat, heute gibt es bis an zu, ich glaube, 35 Knoten oder so mit Schnee zusammen. Wir haben uns wirklich den Arsch abgefroren, aber es war mega geil. Leider hatte ich meine Kamera nicht dabei, mein kleiner Bruder schon, deswegen kriegt ihr da auch noch ein paar Aufnahmen von. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und ich würde sagen, viel Spaß jetzt mit dem restlichen Videomaterial. Der Netcard!